Ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Star Wars Jedi Fallen Order auf sehr schwer, beziehungsweise Jedi Großmeister. Und ja, im letzten Teil haben wir gesehen, dass es doch echt sehr, sehr, sehr anspruchsvoll ist, als wir zum Beispiel gegen die zweite Schwester kämpfen mussten. Ich will nicht wissen, wie die erste Schwester ist. Oh. Vorsichtig, er ist gefährlich. Das war unser letzter Fernkampftruppler. Er versucht wegzulaufen. Er bringt uns um. Wow. Ja, ich hab ihn erwischt. Schön für dich. Er bewegt sich. Ja, meinst du, ich bleib stehen oder was? Sehr schön, da ist unsere Kugel, die wir wohl brauchen. Die Kugel Willi. Nee. Keine Kugel Willi. Was haben wir? Hey. Nichts. Bisschen eine Apparatur. Passiert nichts. Eine riesige Kette. Alter, Wahnsinn, geil. Der Spiegel. Tolle Sache. Okay, hier kann man interagieren, da können wir hoch. Ich weiß nicht, ich würde es mir gerne hier erstmal anschauen. Nicht, dass mal was interagieren und dann nicht mal hier hochkommen oder sowas. Keine Ahnung. Votivkerzen. Die häufigsten Opfergaben, die zu Migdruls Grab gebracht wurden, waren Votivkerzen, die für gewöhnlich mit graviertem Metall umhüllt waren. Es heißt, ihre Flammen waren ein Symbol für Migdruls grenzenlose Macht. Mhm. Schau an, hier geht's auch weiter. Okay, hier haben wir eine Truhe. Und noch was zum Scan. Sehen wir uns das mal an. Mein Freund, der Fund hier. Weißer Migdrul. Mein Freund, der Fund hier ist beunruhigend. Diese Kerzen waren Opfer für dieses Grab zur Verherrlichung des weisen Migdrul. Erst hielt ich sie für Weihgaben an den Lebenswind. Aber je weiter ich vordringe, desto unwahrscheinlicher wird das. Und doch, eines fasziniert mich. Figuren von Sepho, die runde Objekte halten, fast wie Kugeln. Das Grab ist gut erhalten, aber diese sind alle zerstört. Ein interessantes Rätsel. Mhm. Warte mal, hey. Hey, BD, siehst du mal an. Ha, da war wirklich was drin. Hastianischer Schmelz. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt noch hier auf die Seite. Ist hier ein Grabwache oder so? Nee? Nein? Ich höre was. Ah, auf der Seite. Na, kleiner Bock. Ja, die Dinger kann ich nicht rufen, noch nicht. Also hier müssen wir dann wohl später noch einmal hin. Gut, dann interagieren wir mal.
Okay, wir sollen, denke ich mal, da oben rein. Oder wäre es dann auch in die Seite gegangen? Nee, ne? Da ist ja nichts mehr. Ich glaube, den Bock haben wir hier auf der... auf engsten Raum. Ehrlich jetzt. Echt jetzt. Das Ding macht mich echt immer platt. Mit dieser Waffe macht es mich immer platt. Aber irgendwie kann ich da auch nichts mehr anrichten. Ich kann dieses Herz von dem nicht mehr rausschleudern mit der Macht. Das wundert mich. Vielleicht wäre es an sich eigentlich besser, einfach durchzurennen, aber er hat meine Erfahrungspunkte. Die will ich natürlich wieder haben. Ich geh mal einfach weg. Ach, guck an. Edge Badge. Geschützt. Wow. Da kommen wir niemals rüber. Ich gehe zurück und melde es dem Trupp. Der kommt tatsächlich hierher. Was zur... Also hier kommt der... Typ bestimmt nicht runter. Das würde ich jetzt mal so schätzen. Also hier kommt er tatsächlich mit Sicherheit nicht. Eieiei, wo geht's überhaupt hin? Ich muss erst mal gucken, ob ich das auch wohin schwingen kann. Ist nichts Neues. Jede Minute kommen neue Soldaten in dieses Grab. Hast du Angst, selbst anzutreten? Hätte sich dein Droide nicht eingemischt, hätte ich dich problemlos erledigt. Hättest du gern. Ruhig, Kumpel. Ignoriere sie einfach. Aber sie hat recht. Jede Minute kommen immer mehr Soldaten in das Grab. Ja, aber auch tot. Durch mich. Yeah. Ich trampel die. Mm-hmm.
Krass. Okay. Mülldienst oder Frühdienst? Los, holt ihn euch! Dafür bin ich nicht bereit. Ich bleibe an dir dran. Nicht stillstehen. Keiner legt sich mit mir an. Ab und zu sehe ich bestimmt da beschissen aus. So in der Kamera so. Oder so. Keine Ahnung. So, hier geht's auch nirgends entlang. Du kommst hier nicht mehr lebend raus. Hä? Wer hat das gesagt? Gibt's einen neuen Gegner? Oh, so einer schon wieder. Ah, den kann ich ja runterschubsen eigentlich. Oh, oh, oh. Streck dich mehr an! Eine würdige Herausforderung! Hau ab! Liefere mir einen Kampf! Mach ich doch! Ah! Das ist ein Jedi? Ja, das ist ein Jedi. Kleiner Pisser. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Oh. Okay, ich hatte gedacht, das wäre einer mit diesen zwei Elektrostöckchen. Nicht mit so einem Stab. Die mit den Stöckchen, die finde ich irgendwie schlimmer. Sehr interesting. Einfach mal so schnell zurückgeht für mich. Mich wohl einer überraschen, ne? Da leuchtet's blau. Okay, da muss ich irgendetwas dagegen schleudern, aber was? Ja, klar, natürlich. Wonderful! Ein maximales Leben erhöht. Die Arbeiterschaft, die das Grab errichtet hat. Sie starben jedoch, bevor es fertig war.
Sehr schön, wir haben wieder mehr Leben. Ja, Sepho-Arbeiter. Der Leichnam eines sephonianischen Arbeiters, der beim Bau des Grabes geholfen hatte. Und sich direkt mitbegraben hat hier. Er hat sich wohl gedacht, oh, so ein geiles Grab möchte ich auch. Ich bleibe einfach hier und sterbe. Da gehört das Grab auch mir. Indirekt. Okay, ich weiß schon. Man muss ja mal ringsherum geguckt haben. Ja, wir kommen doch ganz gut voran, oder? Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Echt jetzt? So, okay. Ja, ich sehe schon, wo es lang geht. Nicht verkehrt. Echt toll gemacht. Hat mir gefallen bis jetzt. Schönes Spiel. Das war's. Tschüss. Quatsch. Immer noch ein geiles Spiel. Da haben wir unseren Bock. Diese Böcke können mir gar nichts mehr. Hier gibt es immer noch so viele Wege. Gut, auf der anderen Planeten auch. Dem Imperium wären viele Artefakte entgangen, wenn du auf diesem Planeten nicht eingegriffen hättest. Ist das den Preis wert? Projekt Bohrer soll teuer gewesen sein. Sturmtruppler und Arbeiter. Verzichtbare Ressourcen. Du bist ein Monster. Dafür trägt Zier die Schuld. Echt jetzt. Beim ersten Versuch hat es nicht. Beim ersten Versuch hat es nicht funktioniert. Abkürzung freigeschaltet.
Was will ich denn jetzt mit einer Abkürzung? Okay, war jetzt kein, war doch keine Abkürzung. Wo ist das eine Abkürzung? Eieieiei. Mit der Baukunst. Ah, da oben, das muss ich wohl entfachen, irgendwie. So einer, schau mal hier. Schneller als ich dachte. Hab dich. Ich will mehr. Konzentration, Jedi. Hau doch zu. Mann! Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und die andere, und der andere war tot, oder was? Na super. Oh. Wo fange ich an? Ah, jetzt verstehe ich die Abkürzung. Okay. Das hatte ich vorhin gar nicht gesehen, dass man hier hätte hochklettern können. Wo hier allerdings auch die Tür zu war. Ja, sehr schön. Dann haben wir es wirklich leid. Zum Glück nicht weit. Ein Rotkopf. Ich komme. Du kannst nicht gewinnen, Verräter. Du kannst nicht allen ausweichen. Am Boden. Ganz schön lebhaft, was? Verhindere meinen Angriff nicht! Echt jetzt? Wieso ist er tot? Haben die Viecher den so schnell umgebracht? Warum brauche ich so lange mit meinem Laserschwert? Was soll der Mist? Kommt hier noch eins raus? Nee, ne? Das war's. Okay. Weißt du, ich muss mich da zu Tode kloppen und so ein Vieh braucht den nur mal anzuspringen, schon ist er tot. Ein klein wenig unlogisch. Nein, rutschen. Echt jetzt? Ich hasse Rutschen, habe ich das schon mal erwähnt? Hallo? Hab ihr einen Eisen? Konzentriert euch auf deine Abwehr! Wir schaffen das! Ich hab's gehört! Ich werde dich besiegen, Lady. Jawohl, Baby. Ein Fähigkeitspunkt, sehr schön. Wo bin ich hier überhaupt schon wieder? Ich würde mal sagen, da geht's weiter, oder? Wir schauen es aber uns erst da unten um. 4 Minuten haben wir noch. Schaffen wir das in der Folge hier noch durchzugucken? Da bist du einen neuen Speicherort, aber nee, hier kann man, glaube ich, nicht speichern. Boah. Es ist echt geil gemacht. Also mir gefällt es mega. Ja, die Sepho waren, glaube ich, schon so ein bisschen furchterregend. Kann das sein? Ich habe das
Artefakt zur Analyse auf mein Schiff gebracht. Schade, du warst leider nicht da. Es ist egal, was du stiehlst. Du wirst das nie verstehen. Und du schon? Das wirst du bald erfahren. Das Risiko gehe ich ein. Sind es Treppen? Treppen ins Ungewisse? Junge, 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 Junge. Irgendwie vibriert ständig das Bild. Kann das sein? Was ist das? Ah, okay. Ich sehe. Na wunderbar, das sieht doch schon mal sehr freudenmäßig aus. Einen Freudentanz mache ich später. Guck mal, man kann ein bisschen oben hinklettern. Ja, runterfallen möchte man nicht unbedingt. Darunter? Ich probiere es jetzt mal lieber nicht aus. Ein Speicherpunkt wäre nicht verkehrt hier bei so einer Sache. Naja, okay. Ich will mir das aber auch nochmal angucken, ob es da irgendetwas gibt. Hier scheinbar nicht. Jetzt habe ich in der Hinsicht nicht auf den Post. Eieiei. Da ist auch nichts. Ich würde sagen, wir können das hier deaktivieren. Genau. Ich habe ja schon die Fugen geguckt, da gab es jetzt nichts. Bitte, Iron Man, brauchen wir nur durchzulaufen und alles zerbricht. Nichts zum Scannen, ehrlich? Hier? Beim nächsten Speicherpunkt hören wir auf. Wir sind bei 30 Minuten. Oh, hier wird's schräg. Okay, da haben wir schon den nächsten Speicherpunkt. Sehr gut. Genau das habe ich gebraucht. Einmal ausruhen. So schön. Und ja, danke fürs Zuschauen. Das war mal wieder Star Wars Jedi Fallen Order auf dem PC auf Ultra erheblich Einstellung und auf sehr schwer, beziehungsweise Jedi Großmeister mit mir von der Game Designs Hobby. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder und auch bei anderen Let's Plays. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und wenn ihr mich sogar unterstützen wollt, auf meiner Kanalseite, im Kanalbanner unten rechts, könnt ihr das tun. Und ja, bis dahin, bis zum nächsten Teil. Tschüss.